Ja, hallihallo Leute und willkommen zu Part 16 von Metro 2033, dem Let's Play mit mir, Mr. Verney. Nun, ich habe da nach dem Weg gesucht und bis ich mal mit der Schrotflinte schön fleißig hier drauf geschossen habe. Und hier öffnet sich auch die Tür. So. Also sollte hier irgendwo vielleicht noch ein Hebel sein. Bin da immer noch auf der Suche nach. Ah, wahrscheinlich. Ja, genau. Ah, jetzt folgen wir dem Biest, das wir kurz aus dem Augenwinkel gesehen haben. Okay. Geht die Tür auch nicht von der anderen Seite auf? Muss man vielleicht ein bisschen Gewalt anwenden? Nee. War auch keine Lösung. Die ist auch abgeschlossen. I see, I see, I see. Vielleicht. Natürlich keine Mund. Jawohl. Hereinspaziert. Oh, das könnte ein Boss sein. Da könnte uns was erwarten. Ja, nicht so schüchtern. Sagen wir Hallo! Ich glaube, wir sind aber auch hier nicht willkommen. Hört das jemand auf? Ja, auftreten ist natürlich auch nicht so. Mann, oh Mann! Du hast vermutlich in den Büchern der Heiligen davon gelesen. Muss einmal wunderschön gewesen sein. Bibliothekar! Hör zu, Antjom. Bibliothekar gehört zu. Gehört zu den gefährlichsten Kreaturen, konnte ich noch so lesen. Der Dämon. Der ist ja so richtig auf Rampage. Ja, lass ihn schön hier. Du lebst noch, oder? Komm, steh auf. Aufstehen. Ist noch nichts vorbei. Er lebt noch. Artyom, ich muss ihn zur Polis bringen. Du musst die Karte selbst finden. Hier ist der Gebäudeplan. Der Eingang zum Militärarchiv muss irgendwo auf der ersten Etage der Bibliothek sein. Die Tür, durch die der Bibliothekar gegangen ist, führt dahin. Es bleibt nicht viel Zeit, die Dämmerung kommt. Geh und vergiss nicht, was ich dir über die Biester gesagt habe. Ich beeile mich. Du hast mir nicht alles gesagt über das Biest, verdammt. Ich bin sowas von aufgeschmissen. Naja, dann muss ich wohl ein bisschen improvisieren. Mal das ganze Magazin rausballern und dann wird das Viech wohl schon liegen. Ja, das ist wieder so eine eklige Tentakel. Ich frage mich, ob ich schon. Ja, von der Allee habe ich alle Tagebücher jetzt eingesammelt. Gut. Auf das achte ich ein wenig. Ah, und hier ist der Kapitelabschnitt. Gut. Ich war wieder allein. Und schon bald würde ich buchstäblich der Furcht in die Augen sehen. Okay, ja, das Viech dort rechts auf dem Bildschirm, das sieht echt furchteinflößend aus. Also wenn das der Bibliothekar ist. Here we go. Ich glaube, wir gehen hier gleich mal mit einer Granate ins Gefecht. Verdammt. Ja, noch eine. Oh, du kannst klettern, hä? Du Tarzan, du.
schaue mich hier nur kurz um. Ich brauche nämlich jeden Mund, den ich finden kann. Jawohl, eine Granate haben wir auch gleich wieder bekommen. Sehr gut. Hier, friss noch mal. Oh, nee. Alter! Siehst du dich? Oh, nee. Nee! Mist! Verdammt. Okay, also ist das der Bibliothekar. Drei Granaten kann der Kollege einstecken. Drei Granaten. Und bestimmt noch weitaus mehr. Vielleicht versuch's mal mit Feuer. Fatsch. Die kam doch nicht mal an. Keine Ahnung, wie ich das Viech besiegen soll. Keine Ahnung. Mir fehlt da die Information. Oh ne. Hier frisst. Aha. Okay, anscheinend ist er. Ja, und down geht der Typ. Ach, lass bitte nur einen von denen hier rumstreifen. Aber Feuer ist effektiv. Das sei mal schon. Ist schon mal gut zu wissen. Och, nee. Vielleicht könnte ich ihn auch mit einem Stealth Kill, also mit einem Messer Kill, sofort auslöschen. Nein, das Spiel will nicht fangen. Oh, nee. Verdammt. Hättest du wohl? Oh, das ist eine Sackgasse. Oh. Nee. Böser. Fuck. Ich muss eine Brandgranate werfen. Komm ich da nicht mehr hoch? Nee, ich komm da nicht mehr hoch. Nö. Hier. Ah, nee, falsch. Hier. Victory is mine! Ja. Okay. Das war der zweite. Okay, ich muss hier irgendwo die Karte finden. Das ist mein Hauptziel. Oh, du schließt mich ein? Du schließt mich ein. Aber ich weiß schon, wo es weitergeht. Ah, ein Tagebucheintrag. 1 von 1. Wissen ist Macht. Ein abgegriffener Spruch, von dem Krieg hat vermutlich niemand mehr über seine eigentliche Bedeutung nachgedacht. Wissen war für alle zugänglich. Mein Stiefvater erzählte mir mal, dass ein tragbares Telefon einem alle Fragen mit einem Fingerstreich beantworten konnte. Niemand kümmerte sich mehr darum zu lernen, neue Informationen zu sammeln und sie sich einzuprägen. Und dann, in einem einzigen Moment, sind all diese Informationen weg. Die Telefonleitungen waren tot, der Akku des Telefons leer und jene, die das Wissen nicht in ihrem Kopf haben wollten, standen nun mit
standen nun mit leeren Köpfen da. Wissen ist wieder eine Macht, eine wertvolle Handelsware geworden, extrem wertvoll. Hier in der großen Bibliothek ist vermutlich mehr Wissen über die Erde und die Menschen gelagert als irgendwo sonst, aber jeder Buchstabe aus den riesigen Schatzkammern, der gelesen wird, muss mit Blut bezahlt werden. Ja, es hat ja einiges Wahres dran, auch eben, also in der heutigen Zeit, da mit dem Handy. Zwar beantwortet dir Google wirklich jede Frage, aber ob du es dann auch behältst, also dir es einprägst, ist die andere Frage. Was macht er? Nee. Oh nee. Oh. Nee, er ist noch nicht down. Oh fuck. Ich hatte keine Brandgranaten mehr. Oh, was für ein unglücklicher Moment. Okay, ja. Jetzt macht er hinter mir wieder das Tor zu. Hier war das Tagebuch. Gut ist. Also lauf hier nur durch. Ah, kann es sein, dass er auch ein bisschen auf die, ja, machen Moonwalk, dass er auf die Dämonen abfahrt. Und wo kommt er jetzt wieder? Sticky Bomb. Alter Verwalter. Ist immer noch nicht down. Doch. Mann! Die die können einstecken. Am Schluss stehe ich mit keiner Granate mehr hier. Ich habe jetzt noch 3 Klebgranaten und 5 normale Granaten und 5 Wurfmesser, aber. Ich hätte die Info jetzt echt gern gehabt von Miller oder von Ullmann. Betreffs den Bibliothekaren, also ihre Schwäche. What the frick? Oh, nee. Was muss ich machen? Ich drücke einfach X. Der kommt jetzt gleich durch die Wand. Mehr Mon, aber keine. Sagen wir nochmal Hallo. Fuck. Vielleicht. Ja. Solange der nicht auf mich zugestürmt kommt, lasse ich den in Frieden. Ich versuche, vielleicht kann ich die auch irgendwie umgehen. Das sind sie, naiv. Oh, verdammt! Er ist hinter mir! Ha. Oh, habe ich hier einen Safe? Oh, er kommt hier durch, er kommt! Oh! Nee! Nicht nachladen! Mach auf! Ja. Hier nicht zumachen. Oh, what the frick? Überall sind die Viecher. Oh ne, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Aha. Spielen wir hoch, fangen, ne? Eine Klebgranate. Nein, nicht hinunterfallen! Wieso fällst du hinunter? Wow! Oh, verdammt! Es sind zu viele! Was soll ich nur tun? Ja, gehst du jetzt da wohl rein? Keine Gnade. Jawohl, okay. Dann ist jetzt noch einer hier, der mich vorhin überrascht hat. Das ist ein schlechter Witz, das ist ein schlechter Witz, das ist ein schlechter Witz. Toll, der ist jetzt durch die Wand gebrochen, ne? Oder? Ich suche jetzt hier irgendwie meinen Weg. Was? Schnell! Was soll denn das? Ruhig bleiben. Tür zu. Aha. Ein Boss Battle. Oh, und Abfahrt. Ja, da hast du dich jetzt selbst umgebracht. Das hört ja nie auf, ne? Ich bräuchte, glaube ich, so eine Bolzenwaffe, die wäre super effektiv gegen die. Okay. Oh! Zombie. Okay, zweitletzte Medi-Spritze. Oh ne, die ging daneben. Er verzieht sich. Okay, ist meine Chance. Sag mir, das ist jetzt wahr mit diesen. Das Grundlager war ein furchteinflößender Ort. Und ich hatte keine Idee, wo oder was ich suchen sollte. Eine Karte. Ich wollte nicht daran denken, dass meine Bemühungen nichts brächten. Nee, das hat echt keinen Sinn. Das hat keinen Sinn, die zu bekämpfen, weil. Ich muss überlegt an die Sache rangehen. Das Problem ist, die könnten von jedem Loch oder Decke runterkommen und. Leise sein. Schöne Arschbacken hast du. Du machst mir nichts, oder? Du willst nur fressen. Du willst nur fressen. Das ist alles, was dich jetzt gerade kümmert. Okay, wir schleichen jetzt. Oh. Warte. Nein!
Wow. Oh, nee. Und im Wasser. Ich versuchte irgendwie auf die Kante zu kommen, aber... Alles klar, alles klar. Was an? Nee. Ja, verfolg schon den. Alles klärchen, alles klärchen. Gut, was war knapp. Ist das ein... Oh. Oh, oh. Oh. Soll ich jetzt echt da runter? Das ist ja ein richtiges Nest von den Typen hier. Aber immerhin konnte ich ein paar schon umgehen. Das ist gut, das ist gut. Dort schläft einer, oder? Schön ruhig weiter. Verdammt. Ganz vorsichtig. Ganz leise. Alles ist okay. Solange man keine schnellen, überhasteten Bewegungen macht. Kommt gut, kommt gut! Und wieder runter. Tolikowski. Noch einer, der hier schläft? Ja, da vorne, glaube ich. Ne, das ist nur so ein abgebrochener Felsblock. Nur noch den Tresor für den. Rechts ist der Tresor. Sehr gut. Meins. Das Spiel hat einiges an Spannung zugelegt. Ich bin hier voll drinne, voll fokussiert. Muss ich jetzt noch zuerst einen Code finden? Und da geht's hier längs durch.
Na dann. Nach was suchen wir? Karte. K. Im Register K. Ja, ich, mach doch noch mehr Lärm. Naja. Ja, ich würde es vielleicht noch öffnen. D6. Ah, klar, D6. Das ist, was wir suchen. Ah, war offen. Raus aus der Höhle des Löwen. Ich hatte die D6-Dokumente gefunden, aber Miller war nicht zurückgekehrt. Ohne seine Hilfe war ich mir nicht sicher, ob ich lebendig aus der Bibliothek herauskam. Aber alles hing davon ab. Okay. Ja, es hängt jetzt sehr vieles davon ab. Und wir sind jetzt immer noch in der Bibliothek, aber wir kommen da schon raus. Irgendwie. Und sonst sprengen wir uns den Weg raus. Jedenfalls, das war's mit dem Part, Leute. Danke fürs Zuschauen. Lasst doch ein Like hier. Abonniert mich, wenn ihr noch mehr Bock habt auf Let's Plays. Und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dann. Tschüss.